von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde habe ich mich total wohl gefühlt. Alle sehr freundlich. Ja, also zuerst bin ich aufmerksam geworden durch Fernsehwerbung. Ja. Dann habe ich mich natürlich übers Internet erkundigt. Und da war ich dann schon sehr begeistert. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich will sowieso meine Zähne machen lassen. Und habe gedacht, ich probiere es einfach. Und hatte natürlich, Skepsis ist natürlich immer mit dabei. Ja, aber ich bin absolut positiv überrascht und es hätte nicht besser laufen können. Ich bin unglaublich glücklich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich beginnt ein neues Leben. Ja, und als ich hierher gekommen bin, natürlich, ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich hatte seit Jahren meinen Mund nicht mehr aufgemacht. Und ich hatte auch alle Angestellten hier beobachtet, wie sie schauen, wenn ich den Mund aufmache. Und dann dachte ich mir, oh Gott, das ist der schlimmste Moment für mich. Und ich mache ihn auf und nichts. Ich hatte ein unglaublich gutes Gefühl. Niemand hat mich angeschaut und, wie siehst du aus? Ja, gar nichts. Von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde habe ich mich total wohl gefühlt. Alle sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Ich hätte es mir besser nicht vorstellen können. Ja, absolut. Also ich muss echt sagen, ich werde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Im Endeffekt, dir wird alles abgenommen. Ja, es ist wie ein kleines Kind. Ja, ich brauche Hilfe und Dentaprime macht alles für mich. Unglaublich. Ja, also ich musste mich um gar nichts kümmern eigentlich. Ja, ich musste eigentlich nur kommen zu meinem Termin, wurde komplett versorgt. Von oben bis unten alle sehr freundlich, immer. Ich habe mich nicht nur als Kunde gefühlt, schon an dem ersten Tag ging es schon los. Ich hatte schon eher ja, so Kumpelverhältnis. Ja, so, man fühlt sich einfach richtig wohl. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin auf jeden Fall mega glücklich und bin froh, wenn ich in 6 Monaten wiederkomme und dann fertig bin. Und vielleicht komme ich dann extra nochmal her.